Ich übergebe nun wieder an meinen Kollegen, den Thomas. Er wird euch einen absolut genialen Sprecher anbieten. Bitte Thomas, seine Worte. Ich sage danke, dass wir wieder von Deutschland übergeben dürfen, Richtung Österreich. Und ihr habt mich wieder einen Stargast anzusagen. Ihr kennt ihn ja, eine unwahrscheinliche Reichweite. Er war letzte Woche für euch sogar einen Tag in den Knast. Und ich bin froh, dass wir ihn rauslassen haben. Lieber Martin, drinnen, es ist ein Stolz, dass du da bist und dass du so stark bist und mutig und für uns kämpfst. Vielen Dank dafür. Sehr gut. Danke. Hallo, liebe Freunde der Freiheit! Hallo, liebe Österreicher! Und hallo, liebe deutsche Freunde! Schauen wir uns doch an, was sich gerade in unserem schönen Europa bewegt. Vor einigen Monaten sind ein paar Politiker auf die Idee gekommen, einen Virus, der über Jahrzehnte bekannt ist, jetzt zur Pandemie auszurufen. Und auf beiden Seiten dieser Brücke ist auf einmal das Leben der Normalität der letzten Jahrzehnte umgeändert worden. Auf einmal ist all das, was für uns normal war, Nähe, Liebe, Zuneigung, das Treffen unserer Familie, das Umarmen unserer Omas und Opas, das Liebhaben unserer Enkel und unserer Kinder, auf einmal wird das teilweise ja fast unter Strafe gestellt. Und da muss man sich wirklich fragen, was ist die richtige Reaktion? Und ich sage euch, das, was wir hier sehen, ist die richtige Reaktion. In Deutschland drüben und in Österreich, nämlich auf die Straße zu gehen. Auf die Straße zu gehen heißt, nicht leise, sondern laut. Es heißt, friedlich, aber nicht ohne Rückgrat. Es ist die Kombination aus dem, was notwendig ist, um unsere Freiheit zu bewahren, und dem, was richtig ist, dass man kein Chaos anrichtet, weil niemand von uns möchte irgendwelche chaotischen Zustände. Deswegen freuen wir uns auch, dass am 31. auch dank der Hilfe einiger sehr mit Rückgrat ausgestatteter Polizisten und Einsatzleiter es nicht zu Chaos gekommen ist. Und dafür ein herzliches Dankeschön an unsere Polizei! Sehr geehrte Damen und Herren, jeder in einer Demokratie hat das Recht, sich in Frieden und Freiheit zu versammeln. Wenn wir in einer Demokratie leben, dann müssen wir diese Freiheit auch nutzen. Denn was man jetzt versucht, ist uns diese Freiheit zu nehmen. Man sagt uns, wir dürfen jetzt nur noch mit 2 Metern, mit 1,5 Metern, mit 3 Metern vielleicht, aber mit 5 oder mit 10 Metern Abstand auf die Straße. Und das ist nichts anderes als das Aushöhlen der Grundrechte der Demokratie, nämlich der freien Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Und deswegen möchte ich an die hohen Herren und Damen, die glauben, sie stehen über uns, nur weil sie zufällig in einer Regierung sitzen, wofür manche, zumindest die Österreichischen, nur die nicht dafür geeignet sind, möchte ich, dass wir jetzt alle gemeinsam etwas rufen. Und zwar, die Regierung muss weg! Regierung muss weg! Regierung muss weg! Regierung muss weg! Und das ist das Recht einer gestandenen, ernsthaften Demokratie, dass das Volk sowas auch fördern kann. Und insbesondere jetzt an unsere deutschen Freunde, beginnt ernsthaft eure Rechte einzufordern. Friedlich, laut, mit Rückgrat und unbeugsam für die Freiheit. Denn wenn wir nicht gemeinsam hergehen und diese Freiheit versammeln,
Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit weiter einfordern, dann wird man sie uns immer mehr wegnehmen. Wie war das Nächste? Wir lassen uns diese Freiheit nicht wegnehmen. Niemals! Wenn der Martin fertig ist, dass das gleich vom Aufbau ist, ich halte das Mikrofon mit. Ja, und liebe Menschen, liebe Österreicher, liebe Deutsche, so viele haben in den letzten Jahrhunderten dafür teilweise ihr Leben verloren, dass wir hier auch unter Auflagen und unter ganz scharfen Augen vieler aber hier stehen können und uns noch frei versammeln können. Dieses Recht lassen wir uns niemals wegnehmen. Niemals lassen wir uns dieses Recht wegnehmen. Und jetzt ein paar Worte noch zum 31.01. in Wien. Viele unserer deutschen Freunde haben das vielleicht auch mitgekommen. Wir hatten hier eine Versammlung angemeldet, die wie in den letzten 10 Monaten friedlich und geordnet geplant war. Aber leider hat es wahrscheinlich auf Forderung des Innenministers dann zu einem Chaos geführt, weil auf einmal wurden Leute eingekesselt, andere Leute sind vorne und hinten herumgerannt. Das wollen wir nicht. Wir wollen geordnete Versammlungen in Frieden, Lautstärke und unbequem für diese Regierung. Und dafür müssen wir unbedingt weitermachen. Und deswegen möchte ich die beiden Seiten dieser Brücke, das ein hervorragendes Symbol ist, für jede, die wissen, dass ein gemeinsamer Sprachraum, eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Gesellschaft de facto auch mit einer gemeinsamen Kultur hat, dass wir auf beiden Seiten dieser Brücke hergehen und sagen, holen wir uns diese Freiheit zurück! Und zwar noch einem sehr einfachen Motto, nämlich laut für die Weisen, stark für die Schwachen und unbeugsam für die Freiheit. Thomas. Wir lassen uns unsere Mut nicht nehmen, wir lassen uns unsere Hoffnung nicht stehlen, weil wir Verantwortung haben für unsere Kinder, wir haben Verantwortung für unsere Alten und wir haben Verantwortung für diese gesamte Gesellschaft. Wie werden wir jetzt nicht weiter aufstehen, an die Wand fährt und deswegen stehen wir hier, damit sie nicht an die Wand fährt und wir sind alle sehr, sehr stolz, dass so viele von euch an beiden Seiten dieser Brücke da sind. Für die Freiheit, für die Liebe, Gott mit uns. Dankeschön. Lieber Martin, vielen Dank für diese Worte. An dieser Stelle möchte ich bitte nochmal an die Corona-Regeln aufmerksam machen. Bitte halt die Abstände ein, bitte tragt die Masken. Und ich muss jetzt gerade Max was fragen, lieber Max, was gibt's? Sagt ihr schon so weit?